Nein, nicht erschrecken. Ich lebe noch. Ich bin einfach so leichenweiß. Obwohl, ich lebe noch, ist auch falsch. Wir hatten weniger als 5 Stunden Schlaf. Wir sind relativ müde. Tutti ist noch nicht richtig wach. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich meinen Kaffee mache am Morgen, Leute. In letzter Zeit trinke ich wieder sehr, sehr viel Kaffee. Dafür nehme ich den hier vom Aldi. Der hier, der ist so bröselig. Seht ihr das? So nicht viel. Bisschen weniger als die Hälfte. Nicht zu viel Koffein, sonst drehen wir noch durch. Bisschen Zucker. Sonst ist es zu bitter. Schmeckt nicht mehr. Und bisschen Wasser. Das Ganze sieht dann so aus. Noch nicht so appetitlich. Aber wir rühren das jetzt so lange, bis daraus so eine schaumige Masse wird, ne? Das ist jetzt so schaumig geworden. Und das gebe ich jetzt in ein Glas mit bisschen Mandelmilch. Gesüßt, sehr wichtig. Macht voll den Unterschied. Ey, aber ich muss immer 2 machen. Und das ist so anstrengend. Einer ist schon anstrengend. Aber 2 sind viel zu anstrengend. Wir müssen sowieso einkaufen gehen. Ich bin der größte Hund, wenn ich mir nicht so einen Schaum, so einen Milchaufschäumer hole. Ich mach's dann damit. Das wäre so viel schlauer. Der ist, glaube ich, vom Aldi. Bin mir nicht sicher, oder Lidl. Findet ihr eigentlich überall. Und das ist voll der gute Milchersatz. Wir haben auch gar nicht mehr so viel. Ich hoffe, das reicht. Jetzt noch 3-4 Eiswürfel rein. Das sind unsere fertigen Kaffees. Meiner ist ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr, weil ich so mag. Tutti ist ein bisschen heller, ein bisschen weniger, weil ich so mag. Falls jemand meckert, warum halte ich eigentlich nicht an den Griffen? Die sind doch voll fancy. Falls jemand jetzt sagt, das ist doch voll wenig oder hä, dann macht ihr doch gleich keinen. Wie wenig ist das denn? Bro, ich brauche nicht süchtig. Ich will nur so einen kleinen Kick, okay? Chill. Assalamu alaikum. Ich bin jetzt wach. Mir geht's alhamdulillah sehr gut. Kurze, knackige Nacht. Wir sind müde. Ah, siehst du? Kamera will auch nicht. Wir sind alle heute müde. Kamera. Ja, ne. Fokussier mal auf mich. Hey Leute, wir sind so cracky, heute ist cracky. Wir haben eine Lampe bestellt, also so eine neue Lampe. Die ist angekommen. Guck mal jetzt. Wir haben einfach gesehen, dass sie ihre Farben wechseln kann. Also normalerweise können sie warmes Licht, kaltes Licht und neutrales Licht. Aber die ist ganz besonders. Kommt ja, ich zeige euch. Verschiedene Töne, ne? So verschiedene Farben. Guck mal hier, rot, blau, grün und sowas, gell? Aber guck mal jetzt, ich habe gefunden, die kann sowas zum Beispiel. Wir haben es jetzt wieder eingekriegt. Wir werden nämlich jetzt ins Gym gehen, ein bisschen trainieren und mal schauen, was wir anziehen werden. Die Farbe sticht sowas von ins Auge. Vor allem hier steht Oceans Apart. Leggings ist auch high-waisted. Könnt ihr auch einfach so tragen mit einem anderen Oberteil. Fühlt sich geil an. Soll ich das anziehen, Horner? Das sieht echt gut aus. Mal gucken, wir gehen mal weiter. Okay. Das ist jetzt meine erste Option. Ich liebe also, das Outfit. Das Outfit ist blau. Ihr wisst, Farben, love it. Die Hose ist kurz und es hat ein Oberteil, also ein normales T-Shirt. Und Leute, ich habe noch diesen Pulli. Also es ist alles ein Set. Aber dafür ist es, glaube ich, heute zu warm. Das ziehe ich nicht an. Ey. Oh, was sagst du? Das sieht so fresh an dir aus. Junge, ich liebe diese Farbe. Die ist perfekt für den kommenden Herbst. Ihr könnt es sogar einfach so tagsüber tragen, wenn ihr auch in die Stadt geht oder ja. So. Aber es ziehe ich heute nicht an, weil es ist ein bisschen... Zu kühl noch. Ja, zu kalt, zu kühl. Nächstes Outfit. Oh. Hier steht einmal Oceans Apart und hier oben genau dasselbe. Ihr wisst, es ist einer meiner Lieblingsoutfits. Ich liebe die Farbe, ich liebe die Kombi, ich liebe den Stoff. Und von Squid Game kennt es auch schon einige. Das ist eigentlich mein Favorite, aber es ist ein bisschen zu dick für jetzt. Ich nehme ein dünneres. Sehr, sehr fresh, sehr geil, fühlt sich sehr gut an. Aber da fehlt noch was, Moment mal. Ey, so sieht's noch fresher aus. Ich mach das hier enger. Das hatte ich schon ein paar Mal im Gym an. Vor allem heute ist es kalt, deswegen was Langärmiges. Und wenn mir warm wird, ziehe ich das aus. Darunter habe ich ja den Bra an. Sehr geil. Ich finde das richtig geil. Und ich glaube, damit gehe ich. Das sieht fresh aus. Was mache ich gerade mit den Fingern? Ich glaube, das ist das Endgültige. Wie gefällt's dir? Junge, das ist richtig geil. Wie gefällt's euch? Es hat hier so ein Netz, ist also ein bisschen durchsichtig hier auch. Und hier hat es auch so ein Muster. Siehst du, das ist so ein Tschu-Tschu. Und ich glaube, das ist total angenehm jetzt. Weil es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt und es ist eine Mischung aus beidem. Ich zieh das an. Jetzt kommt das Beste und zwar haben wir 2 Codes für euch. Mein Code lautet TUTA30. Ab einem Mindestbestellwert von 79 Euro kriegt ihr 30% Rabatt auf den Einkauf plus einen Hoodie gratis dazu. Bei mir gilt genau dasselbe, nur mein Code heißt JEHONA30 und ihr bekommt eine Pant gratis dazu. Also zum Beispiel wie mein grüner Anzug, die Hose, so in der Art. Und wir gehen jetzt mal trainieren. Wir sehen uns später, wenn wir geduscht sind und frischer aussehen. Wir haben eiskalt das gleiche Outfit an. Ich kann nicht trinken, weil ich habe Angst. Das ist einfach ein Eisklatscher. Das ist eingefroren, sieht man das? Das war, ja, ja, man sieht es, eigentlich sieht man es nicht. Partnerlook. Partnerlook. Wir haben sogar beide eine lockere Jeanshose an. Ja, ich habe einen schwarzen Gürtel, ich muss immer ein bisschen abziehen. Die wollte immer special sein. Ja, wir haben es jetzt ein bisschen fertig gemacht und ich denke mal, wir gehen jetzt ein paar Erledigungen machen. Die Checkliste. Bam, bam.
Bam, zeig, 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 alles, zeig, alles. Und das Wichtigste ist der Milchschäumer. Der Milchschäumer ist sehr wichtig. Wir trinken seit neuestem Milchkaffee und seitdem wir das immer so aufschäumen, wir snacken und so, ey, lass doch einfach diesen Mixer holen extra für Ja, dieser, Kaffee. Nur für Milch. Ja. Und selbst Insta sagt, los mit euch. Das ist unser Startschuss, jetzt gehen wir los. Wer Lust hat auf ein nächstes Kabu, Leute, schreibt es in die Kommentare. Kommentiert mit deinem Auto. Ja. Wir sehen eiskalt von außen, dass unser Auto so dreckig ist, okay? Einfach dreckig wie Hollands Humor. Einfach dreckig. Und deswegen dachten wir uns, okay, komm, wir gehen das Auto waschen. Das Ding ist nur, ich habe nur die Karte dabei. Und dann macht so, hast du kein Bargeld dabei. Ich mach so. Ah, ich habe 2 Euro und ein bisschen Dreck. Wer ist jetzt dreckig? Wer ist jetzt dreckig? Ich habe 2,30 Euro. Wie? Weit schaffen wir es mit 2,30 Euro unser Auto zu waschen? Ich mach eine Seite, bam, 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 wir drehen uns. Ja. Ich mach schnell mit Schaum, du machst schnell mit Wasser runter. Komm, 30 Cent kommen die da rein, ich glaube, das nimmt der ganz schön. Nein, da sagst du, Junge, wie sehe ich aus wie dich? Also eine Wette, wie weit schaffen wir es, unser Auto zu waschen mit 2 Euro? Ich schmeiß es rein und danach, du rennst um dein Leben. Ich renne um. Kennst du Houston Bolt? Ja. Bruder, ich renn schneller. Ich hab unser Outfit nur so auf einer Seite sauber. Andere Seite so. No. Kanone, bist du behindert? Fische nach da? Totti, warte, ey, da sind Leute. Hör mal auf, Digga. Soll ich mal rüberkommen? Ja, perfekt. Raus. Raus. Ich bin so schief drin. Du bist doch schief. Du bist sehr schief drin. Oh, ich wollte dir helfen. Ich hab's so schlimmer gemacht. Jetzt macht sie es ohne mich. So, so ist perfekt. Krass. Merkst du was, Mama? Wenn ich unten bin, ist perfekt. Johann hat mir einfach gerade den krassesten Tipp meines Lebens gegeben. Direkt gesagt, wenn wir Auto waschen, solche Fenster zu machen. Ja, die steigt aus, die hat nicht mal Fenster zu machen. Ja, ich soll zumachen. Ja. Bevor wir uns in dieses Abenteuer reinstürzen, erstmal trinken. Das doch. Hey, wir waren Bist du noch Auto? Leute, wir lassen es einfach natürlich regnen. Wir können gleich das Auto mit unserem Mund waschen. Okay, das Abenteuer beginnt in 3. Tschüss, ich wollte doch erstmal so Oh mein Gott, es beginnt. Nein, ich muss jetzt auswählen. Ach so. Was soll ich beginnen? Ich muss auswählen. Ja, genau, schauen wir uns an. Steh, einmal durch. Da kommt gar kein Schaum raus. Doch, warte, das wird jetzt produziert. Jetzt kommt Schaum. Bruder, Schaum kommt 3 Minuten später. Ey, warte. Boah, das stinkt irgendwie voll. Das stinkt richtig, was benutzt ihr für ein Shampoo? Die hat 75, du hast 75 Cent verbraucht. Haben wir noch 1,20? Hä, Hälfte? Voll gut, ich hab noch ein bisschen Oma. Hä, wir wollen doch 3 Sachen machen. Nein, 2 reichen, jetzt abwaschen. Was für 2 Sachen? Okay. Machen wir noch vorne ein bisschen? Ja. Ganz fertig. Ron hat einmal die hier angefasst, okay, hat sie hochgemacht und wollte es waschen, da waren die kaputt. Die musste dann gewechselt werden. Er hat letztens Reifen kaputt gemacht, ich blende ein Bild ein. Wer hat nochmal den Reifen kaputt gemacht? Ganz kurz, sie hat es einmal gefetzt. 300 Euro Reifen. Wieso hebst du es nochmal an? Ich wollte sauber machen. Alle Leute, die nicht liken, hier rein mit euch. Meine ganzen Dinger sind nass. Nein. Einfach für 2 Euro, ich glaub's gerade nicht. Also, wir sehen ganz viel Schaum. Wir können ja gar nicht mehr durchblicken. Das Auto weiß, rot, grün, gelb. Also nehmen wir klar. Auf denen ist es schwarz. Wir nehmen Klarspülen. Damit wir wieder eine klare Sicht haben. Habe ich gerade auf Lack konserviert drauf gedrückt? Bist du gerade verarscht? Nimm, du musst rausholen. Achso. Nee. Ja, am Ende ist das Geld weg, gell? Weil du hast Stopp gedrückt. Oh, warte mal, haben wir gerade reingeschissen. Hast gerade Stopp gedrückt, dass es endgültig Stopp ist? Nein, Stopp für das nächste. Der hat das Geld gefressen, Bruder. What the fuck, was sag ich jetzt? Totti. Stopp heißt vorbei. Als ob es dann richtig Stopp ist. Fazit. Seid nur mit Leuten befreundet, die Geld haben. Bringt euch mehr im Leben. Walla, Pila, ich hab gerade 1 Euro gefunden. Wir dürfen uns nur für eine Sache entscheiden. Ja, weiß ich nicht. Auf Stopp. Warum darfst du das Geile machen? Ich muss so schrubben. Tutti, jetzt mach ich dich. Wir würden Nicole das Auto sauber machen. Wir würden Mario das Auto
sauber machen. Ich würde Judith und Daniel sagen, wer es besser sauber macht, darf ich Also die, mach erst mal alles und dann geh ins Spezifische. Ja. Am Ende hast du kein Dings mehr, komm. Guck, ich hab dir gerade gesagt, mach erstmal alles und dann geh in die Details. Oh fuck. Egal. Egal. Unser Auto sieht aus wie... Unser Auto sah davor, das ist meins. Ja, egal. Du trinkst eh nicht so viel Wasser. Das sieht doch beschissen aus als davor. Wie kann ich so rumlaufen? Du siehst heute besonders schön aus. Komm schon. Oh, noch eine Tür. Gleich hab's. Ey. Wieder so geil. Du lügst. Kennt ihr diese Freunde, die sagen, die haben kein Geld? Auf einmal, wie ein Hut und das ein, die ziehen so einen Hase raus. Ey, ich war keine 2 Euro rein für diese eine Tür. War das wohl gerade nicht? Guck mal deine Hosentasche. Ich hab Toilettenpapier. Ich hab erst einen Chip gefunden. Denkst du, er nimmt das an? Ich glaube nicht. Warum? Das ist doch ein Euro quasi. Yeah. Oh, scheiße. Oder er hat uns so getrippelt, war ein Automat. Die Lage wird hops genommen. Was haben wir gerade gemacht? Jetzt, wir hätten es auch so richtig waschen können. Mama. Hochdruckwäsche einfach. Was ist das? Spülmaschine oder was? Mach Lack. Wir dürfen nicht Stopp drücken, sondern wenn wir fertig sind, Restbetrag. Was habe ich? Was? Warum sind 25 Cent weg? Warum sind es 25 Cent weg? Wir dürfen nicht Stopp drücken, sondern wir müssen einfach das nächste drücken. Oha, es sind schon wieder 25 Cent weg. Es ist wieder nicht kaum. Mama. 50 Cent, 50. Okay, mach. Ey, lass doch 50 Cent Musik anmachen. And I want you know about me. And in the hands of the name of the. Ich konnte noch nie den Text, warte. Jetzt machen wir einfach Motor reinigen. Macht man es ins Motor? Oder? Ich glaube, auch in den Kofferraum reinigen. Ach, letztes Mal noch. Okay, Glanz spielen. Nein, ich mach so. Nein, Horner. Lass kurz mal Instagram. Mach Glanz spielen, schnell. Ich mach's jetzt hier rein, obwohl es andere Seite gehört, aber einfach nur, weil du mich genervt hast. Ja. Aber ey Leute, jetzt mal im Ernst. Für wie viel haben wir jetzt? Wir haben gefühlt 8 Euro. Ich glaube, wir haben kurz Döner bezahlt. Ich glaube, wir haben so viel bezahlt, wie das Auto wert ist. Ja, das Auto ist zwar sauber, alles gut. Wir gehen jetzt trotzdem in die Waschanlage, oder? Ja, wir gehen jetzt nochmal in die Waschanlage. Das Auto so mit der Bürste. Hast du meine Räder sauber gemacht? Freunde, das war jetzt nur so vorübergehend. Wir gehen nochmal das Auto richtig waschen, also richtig von drinnen und draußen und die Felgen, da zeige ich euch eine geile Taktik. Und auch Motor und so. Ja, und auch, also wir lassen es hochfahren und dann machen wir unten diese Röhre. Wir haben ja einen Milchschäumer gesucht, wir haben jetzt noch den hier. Das ist der hier. Aber der ist halt mit Batterie, wir wissen gerade nicht, ob wir den nehmen sollen. Ich glaube, da sind Batterien schon drin, oder? Including Batteries. Da sind schon 2 Batterien, genau. Guck mal, so sieht der aus, ausgepackt. Ja, der ist voll schön. Und dann meinte ich so, ach, mit Batterie, weil wenn er dann leer geht, dann muss er erstmal die Batterien besorgen und so. Haben sie noch irgendwelche mit Kabel, dann führt die uns so dorthin. Das war so ein Ding. Ich und so, das war so ein Mixer, da machst du so, du nimmst so eine ganze Kuh, könnte da reinlegen. Also wir haben gerade so einen Hunger bekommen, deswegen holen wir jetzt bei Burger King ein bisschen Pommes. Wir wollen noch einkaufen gehen und weißt du, man darf ja nicht hungrig einkaufen gehen, deswegen müssen wir jetzt zu Burger King. Es ist ein Muss. Ja, vor allem, wir haben noch eine Speicherkarte gekauft. Für unsere Vlogging-Kamera, weil wir wollen jetzt auch mehr wieder vloggen. Unser Bruder hat die andere genommen, einfach für so eine Playstation benutzt oder so. Ich so, Digga, what the fuck? Deswegen haben wir jetzt eine neue gekauft. Ja, aber er meinte, ich kaufe euch eine neue. Bei Gott, Gott hat sich erst nichts gekauft. Wollen wir Chili Cheese Fries mit diesen... Gibt es die im Angebot? Ja. Oh, okay. 2 Euro. Besser als normale Pommes. Z9 für alle, vielleicht ist es bei euch auch noch im Angebot. Z9, Leute. Vor allem, wir bestellen diese Pommes so oft und dann sind sie manchmal so lapprig, weil die stehen da schon so lange. Ja. Trick sagt immer, können wir die ohne Salz haben? Genau. Und dann müssen die sie euch frisch machen, weil die würzen es ja schon vor und tun sie einfach so in die Tüte, wisst ihr? Und deswegen sind die dann immer frisch bei uns. Und dann, wenn die uns die geben, können sie mir noch eine Salzpackung geben, mein Schatz. Vor allem, wir holen die Pommes mit Chili Cheese Sauce, obwohl wir die Jalapenos gar nicht essen. Ja, vor allem diese Jalapenos sind so scharf. Ja. Tut ihr nicht letztes Mal so, ja, wir müssen die essen, wir haben dafür bezahlt. Das Ding ist, mein Nase läuft dann immer noch. Und dann so, isst die, komm, wir haben die jetzt extra dazu gekauft. Ich so, okay. Und dann ich so, ich höre. Mein Nase läuft so richtig runter. Ich esse immer extra am Anfang so die Jalapenos und am Ende esse ich die Pommes. Wir haben uns auch die iPhones angeguckt. Ich wollte unbedingt das iPhone 11 Pro oder das iPhone 12 Pro angucken. Ja. Aber Mediamarkt hat alle nicht mehr. Die haben nur noch das normale. Okay, und Leute, also das iPhone 11 ohne Pro, ohne Max, einfach nur iPhone 11. Die Kamera ist mies gut, weil wir sind komplett
hängen geblieben. Wir haben noch 11 von 8. Ja, wir sind komplett hängen geblieben. Also kennt ihr diese Ursteinmenschen, die so, das sind wir. Unsere Storys sind ja nie so, hey mein Liebe, sind immer so. Nein, ich hätte Video. Wenn wir erstmal das 11 haben, machen wir, ey, wir guten nächsten Morgen, meine Lieben. Z9, ne? Z9. Darf ich mal reden? Hallo, wir hätten gerne Z9. Z9, kommt noch was dazu? Zweimal bitte und ohne Salz. Zweimal? Nee, zweimal. Habe ich? Ohne Salz bitte. Wir spielen jetzt, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ihr könnt ja nicht mitmachen, aber es wird schon bocken. Also ich fange an, Horner. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das ist... Es kann gut kochen. Dieses Mädchen da vorne. Nein. Der Junge. Nein. Es kann gut kochen. Dich selber. Nein. Mich. Nein. Wer kann denn hier gut kochen? Das Burger King. Hier kann keiner kochen, Bruder. Muss ich auflösen? Ja. Deine Mutter. Die sind warm, die sind heiß. Ey, wow. Oh. Zeig, ob die frisch sind. Ich will es beweisen. Ich will beweisen. Oh. Mm. Glaub, die sind frisch. Bro, die sind heiß. Er hat uns keine Gabel mitgegeben. Ist nicht drin. Ja, normal. Guck mal, lass einfach Thumbnail mit Mukbang machen. Mission completed. Zeig mal deins. Öffne. Mission failed. Ich habe nur 2 gegessen. Guck mal, meine Nase. Oh. Guck mal, meine Nase. Ist besser Luft als ich. Ja, weil alles rausgekommen ist. Wisst ihr, warum ich das so sage? Hornas Nase ist dreifach gebrochen. Spaß, Leute, nicht, dass sie noch kotzt. Schlaft ein, ja? Wir gehen jetzt einkaufen. Ja. Wir haben jetzt noch mit der Familie zu Abend gegessen und es ist jetzt schon relativ spät geworden. Wir wollten es jetzt nicht unbedingt filmen, weil Family Time, you know. Und deswegen dachten wir uns, wir machen jetzt das Outro und das war's mit dem Video. Ihr hattet trotzdem einen tollen Tag. Wir haben heute so viel erlebt. Das geht in die Geschichte, ne? Ja. Ey, nur das Auto waschen, Junge. Leute, später, wenn es in die Geschichte geht, bitte natürlich Insta verlinken. Jo, Leute, das war's mit dem Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, hinterlasst in den Kommentaren irgendetwas. Abonniert unbedingt diesen Kanal, um Teil der JT Family zu werden. Und dann sehen wir uns sogar im nächsten Video. Tschüss.